gefragt, wie ich Lesezeichen mache. Da gibt es solche Stanzen. So. Das ist das große Ausstanzen. So. Und dann so das. Und dann dieses kleine. So. Und dann das schön zusammengeklebt. Mit Tombow-Kleber und nicht viel Brauch. Na? So, das erstmal trocknen lassen. Und dann ein bisschen so eine schöne Zange. Bono. Nieten reinmachen dann. So. Das so zusammengekniffen. So.
fertig. Ja, könnte besser sein. Stückchenband. Ich habe jetzt das passende nicht dazu. Hallo. Das hier. Schön durchgefädelt. Und es geht zugebunden. So, das ist noch so ein Stück Kurve oder drum gebunden. Schön zusammenhält. So, da das hier oben zu lang ist, ein bisschen kürzen. So nehmen. Schräg einschneiden. Das war jetzt. Oh ja. So. So. In deiner Kammer. Verschönern mit einem Herz und einen Spruch drauf. Egal was für ein Spruch, weil auf jeden Fall ein Spruch, was mit Lesen zu tun hat. So, bitteschön. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und
nächste Video. Mal schauen, was ich da mache, wie ich zeige. Gut.